Hallo zusammen, heute durften wir Matthias vom digitalen Projekt bei uns, dem Ulmer Startup Excelso, begrüßen. Er hat hier in unserem Hauptquartier, in der Kreativzentrale quasi, auf einem komfortablen Gästebett verbracht, ist noch hier im Hintergrund aufgebaut. Zu uns kurz, Excelso entwickelt unter anderem die App MyChios. MyChios hat den Slogan, gemeinsam mehr bewegen oder wie der Matthias hier schon richtig zeigt, gehst du App. Die Philosophie dahinter ist, dass man seine täglichen Aktivitäten aufzeichnet, zur eigenen Dokumentation, ein bisschen sieht, hey, wie aktiv bin ich, was bewege ich und auch mit der eigenen Leistung, mit den gesammelten Kilometern kann man soziale Projekte unterstützen. Das erste Mal online, denke ich, war ich so 96, 97, so in dem Zeitraum. Das Ganze noch vor der AOL-Kampagne. Mit einem kleinen 56K-Modem ging es ab in die noch damals kleine Welt des Internets. Ja, das war für mich so die Zeit, 95, 96. Ich war da wohl eher ein Spätzünder und es hat eine Weile gebraucht, bis ich den Nutzen des Internets für mich entdeckt hatte. Jahreszahl fällt mir schwer zu sagen, aber irgendwann war es dann auch soweit. Das Internet verändert, ja, natürlich. Sonst hätte ich keinen Job. Also ich bin eigentlich seit frühen Jahren im Internet unterwegs. Anfangs privat, zivil und später dann beruflich und auch durch die Ausbildung, Studium etc. Und ja, daher würde ich sagen, hat das Internet mich maßgeblich verändert und auch mitgeprägt und ist für mich ein absolut essentieller Bestandteil meines täglichen Lebens. Ja, mein Leben verändert, das fällt mir schwer zu sagen. Insofern, da ich eigentlich mit dem Internet aufgewachsen bin, klar prägt es einen, es ist ein tägliches Medium, was man nutzt, aber so richtig verändert, das würde ich so nicht sagen, sondern es ist einfach ein Medium, das ich täglich nutze, wie Fernsehen, wie Telefon, nur einfach doch nochmal einen Schritt intensiver, das einfach auch im beruflichen Feld unabdingbar ist. Insgesamt würde ich sagen, es ist vor allem eine riesige Informationsquelle. Egal, ob ich jetzt eine Frage in der Buchhaltung habe oder ob es wirklich nur ein simples Kochrezept ist. Also gerade für alle Leute, die ein iPhone haben, die Dr. Oetker-App, die ist sehr empfehlenswert. Das Internet nutze ich hauptsächlich zur Beschaffung Informationen, die für mich ungemein wichtig sind, die ich vielleicht auch just in der Sekunde benötige. Daher Thema App für mich eine große Sache. Bahn-App, Flug-App, MyTaxi oder Car2Go sind Apps, die ich täglich nutze, weil sie mir einfach just in der Sekunde irgendwie immer die nötigen Informationen liefern. Darüber hinaus Internet, klar, als Beschaffung jeglicher Informationen, aber auch zum Austausch und zum Kontakt mit Freunden ist es für mich sehr, sehr wichtig und nahezu ja, unabdingbar geworden.